Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Battlefield Feuer. Nee, nicht ganz, eigentlich immer noch ein COD-Fan. Aber irgendwie mache ich das immer aus Gewohnheit, mich so hinzusetzen. Meine Haare sehen scheiße aus, aber ich bin voll gut drauf, Leute. Und heute wird ein richtig geiles Video für euch. Ich habe, bevor ich die Battlefield Beta starten konnte, bestimmt mit einem Kumpel zusammen, der sich da doch besser auskennt, eine Stunde verbracht, um die generellen Settings im Battlefield zu verstehen und richtig einzustellen. Es gibt hier so viele Settings, die ich gar nicht kapiert habe. Und es hat sich alles, das Movement hat sich nicht richtig angefühlt, das Aim nicht und der FOV-Slider nicht und all diese Sachen. Und jetzt, nachdem ich 6, 7, 8 Beta-Stunden hinter mir habe und alle Einstellungen endlich so habe, wie ich sie haben wollte, habe ich mir gedacht, auch wenn es nur eine Beta ist, möchte ich allen von euch, das interessiert vielleicht ein paar Battlefield-Hardcore-Fans, mehr aber wahrscheinlich all euch, oder all euch, Digga, all euch, alle von euch, die auch aus der COD-Szene kommen, die sich hier mit den Einstellungen schwer tun, denn wir haben ähnliche Einstellungen zu Call of Duty, die hier andere Werte haben. Total kompliziert, ich zeige euch das direkt. So Leute, das sind im Prinzip die Grundeinstellungen, die wir bei dem Ganzen haben. Und bevor wir aber damit anfangen, die allerwichtigste Sache wahrscheinlich für viele von euch. Ich persönlich schieße auf R1 und L1 und ich weiß, dass viele von euch das auch tun und das lässt sich hier im Menü nicht einstellen. Ich weiß nicht warum. Es gibt einen einfachen Fix, damit ihr in Battlefield mit R1 schießen könnt und mit L1 zielen könnt. Passt mal auf. Ihr geht bei eurer PlayStation 4 oder PlayStation 5, das ist völlig egal, einfach hier in die Einstellung und geht dann hier runter auf Zubehör. Dann geht ihr hier auf Controller, geht ganz nach unten bei Controller Barrierefreiheit, drückt da drauf und geht auf angepasste Tastenzuweisung. Jetzt passt mal auf, jetzt Leute, es wird euer Leben verändern. Tastenzuweisung anpassen. Ich habe das hier schon getan. Wenn ihr jetzt Standard bei Battlefield mit L2 ist Zielen und mit R2 ist Schießen. Vorteil mit R1, ihr habt für den Finger einfach einen kürzeren Weg. Es ist für viele Gewohnheit. Ihr braucht einfach nur auf die Taste gehen, die geändert werden soll. Hier ist es jetzt L1 aktuell, steht schon auf L2. Ihr drückt einfach drauf, fertig. Das Ganze macht ihr hierfür, geht auf Anwenden und ihr habt auf R1 Schießen und auf L1 Zielen. Super einfach. Das ist, glaube ich, das Ding gewesen, was mir absolut den Arsch gerettet hat, weil auf R2 schießen, wenn man es nicht gewohnt ist, nervt auf Dauer. Übrigens, Leute, diese Farbe dürftet ihr eventuell gar nicht kennen. Pass mal auf. So, gehen wir hier durch. Ich versuche das so schnell wie möglich zu machen, weil ich hab schon einmal halbwegs aufgenommen und war irgendwie bei 30 Minuten und habe festgestellt, dass es einfach zu lang für ein Video ist. Es hört keiner mehr zu irgendwann. Das sind die normalen Einstellungen, wenn ihr mit dem Controller die Sicht umgekehrt haben wollt. Das heißt, wenn ihr nach oben zielt, dass ihr dann eigentlich nach unten zielt. Das würde ich bei allem ausmachen, mit einer Ausnahme bei Aircrafts vielleicht, aber ihr könnt es gerne ausprobieren, es scheint nicht ordentlich zu funktionieren. Kamerashake auf 0. Ihr wollt nicht, dass die Kamera, auch wenn es vielleicht mehr realistisch ist, durch die Gegend fliegt, wenn ihr sprintet, wenn eine Granate explodiert oder. Das sorgt nach einer gewissen Zeit, außer ihr habt so wie beim BenQ, den ich euch noch vorstelle, ein Dyack-System, sprich ein reduzierendes System für Bewegungsunschärfe. Das haben wir hier aber nicht, das heißt Kamera komplett ausmachen. Crossplay, es gibt für mich keinen Grund, warum wir hier zweimal Crossplay haben, aber ich würde beides auf anlassen. Ihr kriegt aktuell bessere Serververbindungen, wenn die Suche erweitert wird. Ich kann mir vorstellen, dass eins davon einfach noch rausgenommen wird, weil sie automatisch beide drin haben. Hints für Controls ist im Prinzip eine Hilfe, die euch Button zeigt, was ihr wann drücken könnt. Empfehle ich wirklich nur den Leuten, die in so einem Shooter das allererste Mal drin sind. Alle anderen können das im Prinzip rauslassen. Es stört aber auch nicht. So, das hier ist extra für euch. Wollt ihr, dass von irgendeinem nachher ihr gefolgt werden könnt und völlig unwichtig. Gehen wir zum nächsten. Voice Chat, gerade an meine Streamer und YouTube-Kollegen. Ich kann euch nur empfehlen, macht den Voice Chat aus. Die Leute, die hier im Battlefield im Voice Chat rumlaufen, sind. Oh Gott. Also, nee. Mikrofon scheiße, Sprache scheiße, alles scheiße. So, Network. Wenn ihr keine Probleme habt mit eurer Serververbindung, dann lasst es aus. Dann lasst es auf Versteck, dann stört es keinen. Wenn ihr zwischendurch merkt, ihr habt Frame Drops und Lag Spikes und ähnliches, macht es an und schaut euch, ihr seht hier ja ungefähr, so könnt ihr einstellen, wo es hin soll. Und schaut euch an, wann das passiert. Aktuell viele Serververbindungen und Connections schlagen einfach fehl, weil die Server sehr überlastet sind. Display, Field of View, höchstwahrscheinlich eine der interessantesten Sachen für viele von euch und
Jeder, der Cold War Modern Warfare kennt, Vanguard ja anscheinend nicht, noch nicht, mal gucken, wie es im Fullgame ist, weiß, dass wir ein Field of View zwischen 80 und 120 haben. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier maximal 100. Und ich saß hier und habe überlegt und habe alles getestet. Es hat mich genervt. Ich kann euch sagen, ich gebe euch meine Einstellung im Vergleich, die ich hier habe, was sie in Call of Duty wären. Und ihr könnt einfach hochrechnen. In 89 hier bei Battlefield ist gleichzusetzen mit 103 bis 105 in Call of Duty. Wenn ihr jetzt also ein 100er FOV habt, würde ich auf 87 gehen. Habt ihr so wie ich einen 103er, würde ich auf 89 gehen. Ich habe jetzt ein bisschen mit 100 rumexperimentiert. 100 kommt sehr nah an 120 in Call of Duty ran. Vehicle Field of View, das hier, Leute, solltet ihr komplett auf 100 machen. Ihr wollt so viel wie möglich sehen. Umso größer der Field of View, umso mehr von dem Bildschirm oder von dem Bild vor euch seht ihr. Umso kleiner sind aber auch Bäume, Charaktere und. Wenn ihr in einem Auto sitzt, macht das Ganze nichts. Hier habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, wenn ihr mit eurer Waffe hinzielt, gibt es hier ein Field of View extra für den Moment, wo ihr an etwas ranzielt, dann wird auch dort die Sicht etwas verbreitert. Ich persönlich habe es mittlerweile für mich schätzen gelernt, ich mag es, ihr könnt es auch rausnehmen. Helligkeit habe ich 5 raufgestellt, weil in den dunklen Maps habe ich, oder in den dunklen Jahreszeiten bei den Maps, oder bei der Map habe ich festgestellt, dass es mir ein bisschen zu dunkel war. 55 ist perfekt, ihr könnt es auch auf 50 Standard lassen, das ist in Ordnung. Motion Blur, Bewegungsunschärfe. Wenn ihr einen BenQ-Monitor habt, der euch ein DIAC-System anbietet, sprich ein System, was dafür sorgt, dass Bewegungsunschärfe beim Schießen, beim Schaden, beim Laufen reduziert wird, könnt ihr es auch einfach anlassen. Ich persönlich habe es trotzdem aus, weil ich festgestellt habe, der BenQ mit dem DIAC-System und andere Hersteller haben ähnliche Systeme, die meiner Meinung nach nicht ganz so gut funktionieren, läuft hier viel, viel besser und es ist weniger Kopfschmerzgefahr, wenn Bewegungsunschärfe komplett aus ist. Ich habe nie verstanden, warum es überhaupt mit drin ist. Das hier könnt ihr komplett auslassen. Filmgrain, meine dicke Empfehlung, Leute, Filmgrain unbedingt auslassen. Es sieht dann alles sehr körnig aus und es sieht nicht schöner aus. Hier, das Ganze sorgt einfach nur dafür, dass ihr, wenn die Sonne kommt, ein bisschen mehr oder weniger geblendet werdet, ist völlig egal. Macht hier in der Beta aktuell sowieso keinen Unterschied. So, wollt ihr euer HUD sehen, euer HUD? Natürlich wollt ihr das, sprich links unten, wer sind deine Teammates, wer ist dein Squad, rechts deine Waffe und. Natürlich wollt ihr das. Kamera-Shake auf 0, habe ich schon gesagt. Colorblind-Modus nur, wenn ihr farbenblind seid. Show Awards bedeutet, wenn ihr einen Kill gemacht habt oder was eingenommen habt, dann erscheinen diese Ribbons, diese, ja, was sind das? Winzige Visitenkarten, die ihr später auch im Battlefield sammeln könnt. Ich habe sie an, ich finde es cool, wenn mir das Game sagt, dass ich hier irgendwas Cooles geschafft habe. Dann möchtest du den Vehicle Seat sehen. Ihr könnt es anmachen, ihr könnt es ausmachen. Ich habe es jetzt ausgehabt. Das zeigt euch im Prinzip nur an, wer in welchem Auto auf welchem Platz sitzt. Das hier, ob ihr den Kill Log links auf der Seite sehen wollt, wer wen getötet hat. Und was soll angezeigt werden, welche Kills gemacht worden sind. Ihr euch selbst, die in der Nähe von euch, alle aus eurem Team, aus eurem Squad. Ich bin Egoist, deswegen ich selber. Crosshair. Wir können hier einstellen, ob das Fadenkreuz vorne im Game deutlicher oder weniger deutlich zu sehen ist. Finde ich sehr cool eigentlich. Meiner Meinung nach, das sind die Standardeinstellungen, sollte man es auch so lassen. Es nimmt nichts vom Bild weg und man kann trotzdem gut zielen und es stört aber auch nicht. Hier, Crosshair Keller, kann man leider aktuell nicht einstellen, wird im Fullgame später so sein. Ihr könnt einstellen, welche Farbe euer Fadenkreuz, eurer Waffe vor euch haben soll. Und ich würde von weiß weggehen auf eine knallige Farbe. Grün, lila, rot, irgendwas, was deutlich zu sehen ist. Für später mit Sicherheit hilfreich. Hier könnt ihr einstellen, wie es aussehen soll, wenn ihr einen Hit setzt. Das könnt ihr auf weiß lassen. Genauso könnt ihr hier einstellen, wie es aussehen soll, wenn ihr einen Headshot macht, wenn ihr jemanden getötet habt und wenn jemand irgendwie Armor hat, das ist ja eine Platte, die ihr ausrüsten könnt, ob oder wie viel ihr davon abgezogen habt. Ich würde diese Farben so lassen, weil die hier sehr gut auf die gesamte Karte aktuell passen. Ihr könnt natürlich auch den Headshot, die Farbe auf rot machen, die Killfarbe auf grün und die auf Armor Hits auf blau. Das ist eure persönliche Entscheidung. Minimap habe ich auf 30 gelassen. Ihr seht jetzt, man kann das nicht so richtig zur Seite machen. Das ist ein Bug aktuell. Ich kann hier noch 10 Minuten draufdrücken, dann wäre es irgendwann voll. Ich an eurer Stelle würde es von der Durchlässigkeit einfach so auf Standard lassen, das passt. Wollt ihr, dass die Minikarte sich bewegt, während ihr lauft, nach rechts, nach links, also mit euch geht, schaltet es an oder aus.
dann was wollt ihr auf eurem HUD sehen? Wenn ein Gegner irgendwo gepinkt wird, wenn irgendwo ein Gadget ist, wenn irgendwo ein Gegner an und für sich ist, wenn eine Gefahrenzone ist und. Persönliche Präferenz, lasst es so, glaubt mir Leute, ihr habt keinen Vorteil, da groß rumzuspielen. Eine Game-Breaking Sache, die ich von Mint gelernt habe. Ich habe mich beim ersten Mal Beta-Spielen gewundert, weil es irgendwie komisch klang. Es hat mich genervt und das hier habe ich gleich erstmal leiser gestellt, weil aus der Vanguard-Beta habe ich immer noch, sie sind festgenagelt im Kopf. Das hier, Leute, Audio-Mix. Das Wichtigste, was ihr machen könnt. Ich habe so geguckt und dachte, ich habe ja aktuell noch meinen, jetzt seit März habe ich das, meinen Rocket Card Pro, bin ja sehr zufrieden. Bin jetzt ja von JBL angefragt worden, ob ich in das Partnerprogramm von JBL möchte. Könnte sein, dass ich eventuell demnächst mal neue JBL-Kopfhörer habe, aber ich habe auf jeden Fall kein Astro und wusste nicht, was. Es hat alles nicht gepasst. Also bin ich auf Headphones gegangen und ich war im Game, erste Runde, habe gedacht, das ist wie Vanguard Beta. Ich höre nichts. Ich höre keine Schritte, ich höre keine Granaten, keine Umgebung, nix. Und dann sagte mir jemand, nimm Wartapes. Leute, Wartapes verändert eure Audio-Wahrnehmung 100.000%. An der Stelle könnt ihr Like gerne da lassen und Abo, weil Leute, das ist der beste Tipp überhaupt. Audio im Hintergrund könnt ihr an- und ausmachen, eure Entscheidung. Hier könnt ihr einen Hit-Indicator, den kriegt ihr akustisch. Wenn ihr einen Hit gesetzt habt, lasst es an, hilft euch. So, und dann das letzte, Voice Chat. Ich habe schon gesagt, macht es aus, ihr braucht es nicht. Controller Settings, jetzt wird es nochmal interessant und ihr merkt, ich versuche das schnell zu machen, ihr könnt jederzeit wieder zurückspulen. Wenn ihr, und das haben viele jetzt schon gesagt, der nächste Megatipp heute, wenn ihr mit dem rechten Thumbstick normalerweise jemanden schlagen wollt, beziehungsweise ihr schlagt damit, aber ihr wollt rutschen, dann geht ihr von Default auf Art Alternate. Das heißt, auf Kreis schlagt ihr jetzt jemanden und auf R3, gerade wenn ihr so wie ich keinen Scuff oder so habt, wo ihr keine Pedals habt, könnt ihr damit dann in dem Fall rutschen. Das macht das Leben einfacher, das Game fühlt sich besser an. Ansonsten, wenn ihr einen Scuff habt oder es nicht braucht, lasst es auf normal. Das hier, die normale Steuerung von den Autos und so, könnt ihr alles lassen. Das ist alles unwichtig. Dann hier, opala, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Ich spiele in Cold War auf einer 7,7, manchmal 8,8 Empfindlichkeit, also vertikal, horizontal. 71 kommt dem sehr, sehr nahe. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr spielt auf 10,10, würde ich hier einfach auf 82, 83 gehen. Wenn ihr sagt, ihr spielt sonst auf 4,4 zum Beispiel, würde ich hier einfach nochmal weiter runter gehen. Hier, wir wollen nicht, dass wenn wir nach oben ziehen, er nach unten zielt. Field of View ist hier, wie gesagt, ne, manche Einstellungen einfach doppelt dabei. Das hier auch doppelt. Wenn ihr gedrückt haltet, sprintet ihr, das ist dann Toggle. Wenn ihr nur einmal drücken wollt und er sprinten soll, drückt ihr auf Hold, das war's. Double tappen, um vorwärts zu sprinten, könnt ihr an- oder ausmachen, ist eure Entscheidung. Hier Keybinds für Gamepad und Joystick ist für mich egal, das hier ist egal, das hier ist egal. Wenn ihr gezoomt seid, wollt ihr im Scope bleiben, weil ihr es haltet, L1, so wie es normal ist, oder wollt ihr nur einmal draufklicken und wenn es aufhören soll, lauft ihr einfach. Auch eure Entscheidung, das kann ich euch nicht abnehmen. Wie hoch soll die Empfindlichkeit sein, wenn ihr mit einer Waffe zielt? Nicht wie oben, wenn ihr einfach nur lauft, sondern wenn ihr mit einer Waffe zielt. Da würde ich die ADS-Time deutlich runtersetzen. Ich spiele mit 1,0, 1,1 in Cold War und Modern Warfare. 53 trifft das sehr gut. Ich fühle mich mit meinem Aim sehr, sehr wohl hier, obwohl der Aim Assist für Controller sehr schwach ist. Sieht gut aus, funktioniert gut. Auto-Deploy von den Fallschirmen müsst ihr selber einstellen, wenn ihr irgendwo in der Luft spawnt, wenn ihr schneller Granaten werfen wollt und wenn ihr einen Tipp bekommen sollt, ob ihr jetzt nachladen sollt. Dann kommen wir vielleicht zu einer der interessantesten Sachen. Das Vertical Aim. Also ich meine, vertikal, horizontal kennt ihr alle. Vertikal, horizontal. Von rechts nach links, 77. Ich bin hier noch nicht 100% sicher, dass es genau das ist. Ich schwanke so nach 2-3 Runden immer plus ein, minus ein. Kann euch empfehlen, für ein gutes Mittelmaß, was es nicht zu schnell beschleunigt, irgendwas im 70er Bereich. So, das Ganze, das hier ist der Koeffizient davon. Umso größer das ist, umso höher wird am Ende auch die Empfindlichkeit, umso höher das Visier schafft, also zweifach, vierfach, sechsfach, bla bla bla. So, Zoom Transition braucht ihr nicht, lasst es so. Jetzt könnt ihr für jede
einzelne Art von Visier, was ihr auf einer Waffe habt, je nach einfach Visier, 1,25, 1,5, 1 und, entscheiden, wie eure Empfindlichkeit sein soll. Da müsst ihr ganz alleine, vor allem wenn ihr genug Beta-Phase hinter euch habt, mal schauen. Für mich waren die wichtigsten Sachen das Einfachvisier. Ich spiele nämlich sehr gerne mit dem LV-Visier, was ein Einfachvisier ist. Und mit den letzten beiden, weil ich auch sehr gerne snipe, um ehrlich zu sein, dass ich die ein bisschen runterstelle. Mir persönlich hat das geholfen. Bei Global soll alles umgekehrt sein. Ich weiß nicht, ob überhaupt einer so spielt, wenn er nach oben drückt, dass er nach unten geht. Ich will es nicht. Vibration. Wenn ihr ein bisschen mehr Casual spielen sollt, macht Vibration an. Auf der Karte explodiert alles, fühlt sich cool an. Ihr wackelt die ganze Zeit, kriegt einen kleinen Orgasmus. Auf jeden Fall, wenn ihr eher vielleicht noch ein paar Kills abstauben wollt, würde ich es auslassen. Es verhaut das Aim bei euch. In den Autos. Wie soll das Aim aussehen, wenn ihr mit dem Auto umherfahrt? Wie soll es aussehen, wenn ihr irgendwo ein Gunner bei einem Panzer seid oder? Das sind kleine Einstellungen, die finde ich persönlich nicht so wichtig. Eure Entscheidung hier. Controller-Tuning, Center Dead Zone. Wie viel Input muss ich geben, damit mein linker Stick in dem Fall reagiert? Ich habe beides auf 9 gestellt. Ich kenne es aus Cold War Modern Warfare. Jeder PS5-Controller hat früher oder später leider Stickdrift. Manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr. Das heißt, ohne dass ihr was macht, geht der Controller ein bisschen zur Seite. Hier habe ich 9 und 9 eingestellt, weil ich dachte, ja, das ist ja auch ein Cold War Modern Warfare. Ist es aber nicht. Ganz ehrlich, Leute, versucht mal mit 1, wenn ihr merkt, dass euer Controller sich von alleine bewegt, stellt ein bisschen hoch rechts und links, aber hier 1 bis 2, oder machen wir mal 3, ist in Cold War 8 bis 9. Diese Dead Zone, wie viel horizontal und vertikal ist es, wenn du Input in den Controller gibst? Und ich bin hier bei 50 geblieben, meiner Meinung nach macht es am meisten Sinn und passt zusammen. Übrigens hier Haptic Feedback. Okay, Entschuldigung. So, Dead Zones auf den Controllern. Ich habe Trigger in meinen L2-Tasten. Müsst ihr für euch einstellen, ob die sofort reagieren sollen oder etwas später. Joystick habe ich nicht, ist mir auch egal. So, dann hier nochmal. Colorblind-Modus, Motion Blur, Kamera Shaken. Haben wir alles schon gehabt. Alles Sachen, die für uns nichts Neues sind. Ich hoffe, das war für euch nicht zu schnell. Das sind im Prinzip die Einstellungen, die mir in-game geholfen haben, am besten klarzukommen. Und Battlefield, EA und DICE haben meiner Meinung nach sehr viel getan, damit wir Call of Duty-Spieler uns in dem Game wohlfühlen. Und das ist clever, weil wir wollen natürlich eine große Kundschaft als Game-Entwickler haben und nicht nur Battlefield-Hardcore-Fans. Für viele Battlefield-Hardcore-Fans, die sich da negativ drüber geäußert haben, kann ich das verstehen. Tut mir leid für euch, aber für uns ist das ein Game, was wir durchaus spielen können, weil sich vieles anfühlt, so wie wir es kennen, mit den richtigen Einstellungen. Ich hoffe, euch hat dieses Einstellungsvideo geholfen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich werde mir natürlich, so wie in jedem Video, die Zeit nehmen, das zu beantworten. Und wenn ihr das Video seht, ihr könnt auch gerne in den Twitch-Livestream kommen. Ich bin jetzt, wenn ihr das seht, plus minus ein paar Minuten online und zock heute mit Zuschauern wieder Battlefield, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich bin raus, Leute. Küsschen. Haut rein.